Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Oh, ich brenn gleich durch. Oh, das Telefon. Notruf. Notrufzentrale? Wie können wir Ihnen helfen? Feuer! Feuer! Feuer in der Küche der Feuerwache? Feueralarm. Es geht um Sekunden. Sam, in der Küche ist Feuer ausgebrochen. Feuer in der Küche der Feuerwache. Ich verstehe. Komm mit, Elvis. Ich komm ja schon. Stell sofort das Gas ab. Der Gashahn ist zu. Gut gemacht, Elvis. Mein Arm! Dad! Was ist passiert? Bist du verletzt? Au! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Unfall im Kabeljau-Café. Opfer ist eingeklemmt. Schwester Flatt verständigen. Es könnte sein, dass wir ihre Hilfe brauchen. Okay, Sam. Ganz ruhig, Mike. Wir holen dich da gleich raus. Vorsichtig, Sam. Beweg ihn nicht. Wir müssen ihn ruhig stellen, falls er sich den Rücken verletzt hat. Ich hab den Krankenstuhl mitgebracht, Sam. Der Krankenstuhl nützt uns nichts, Elvis. Ohne Treppe kriegen wir den nicht runter und nicht rauf. Wir brauchen die Trage. Gut, also die Trage. Schön vorsichtig. Oh nein! Mann! Trevor! Es brennt wirklich, da vorne am Waldrand. Ruf Feuerwehrmann Sam zurück, schnell! Norman Price, ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein, aber das ist kein Märchen, es brennt wirklich! Oh nein! Die erste Grundregel, niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen. Thomas an, Sam. Ich bin jetzt gestartet. Wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück, der Wald brennt noch nicht. Penny, Elvis, die Schläuche, schnell! Verflixter Funkenflug, die Schläuche sind zu kurz, Tom. Wir müssen die Flammen mit unseren Feuerpatschen ersticken. Nicht nötig, Sam. Der Wassertank ist aufgefüllt. Ich helfe euch aus der Luft. Das ging ja gerade noch mal gut. Ich finde diese wabbeligen Schaufeln toll. Da! Hilfe, hier unten! Hilfe! Es hat keinen Zweck, Mandy.
So weit draußen kann uns niemand hören. Und was ist mit Charlie? Der ist viel zu weit weg. So laut kannst du sicher nicht rufen. Hilfe! Hilfe! Schnuffi? Aber wer ist da noch? Hilfe! Oh nein! Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuerwehrmann Sam, bitte! Norman Price sitzt auf einem Felsvorsprung fest. Das klingt für mich nach einem Fall für die Bergwacht. Ich nehme den Hubschrauber, Sam. Bis gleich. Verflixter Funkenflug, jetzt aber los. Hallo, Mandy. Wo ist Norman? Da unten, Sam! Feuerwehrmann Sam, hier unten! Es wird alles gut, Norman. Aber du musst mir jetzt ganz genau zuhören, damit ich dir auch helfen kann. Hallo, Tom? Wir brauchen eine doppelte Rettungsschlaufe. Kein Problem. Schleife kommt. Ich meine Schlaufe. Hör zu, Norman. Ich komme jetzt mit der Rettungsschlaufe runter. Du musst sie dir über den Kopf ziehen und dann unter deine Arme klemmen, Norman. Ich halte mich einfach fest. Das wird schon reichen. Nimm du nur Schnuffi. Ah. Norman! Du musst die Schlaufe richtig anlegen, Norman. Tut mir leid, Sam. Ich dachte, ich weiß, was ich tue. Aber von wegen. Keine Sorge. Ich bin ja da. Zieh uns rauf, Tom! Glück, dass ihr so schnell hier seid. Da oben, da, Sam. Keine Sorge, Gwendolyn. Das ist wirklich ganz leicht. Die Stützen für Jupiter ausfahren. Jupiter steht stabil. Beeilung, Sam. Ich fahre jetzt den Korb hoch, Sam. Etwas näher ran, Penny. Na, Tiger? Unten ist es doch viel schöner. Hey, nicht so voreilig. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Klappt doch immer wieder. Alles klar, Penny. Lass mich runter. Oh, danke, Sam. Sam, ich fahr dich runter. Oh, ein Glück, mir fällt ein Stein vom Herzen. Hier, bitte, Penny. Oh, oh, Sam, wie kann ich dir nur danken? Tiger hatte so schreckliche Angst. Wenn er wirklich Angst hätte, würde er wohl nicht andauernd darauf klettern. Ach, Tiger, er vergisst immer, wie hoch das ist. Kommt jetzt endlich mal jemand her, um mich zu retten, oder nicht? Ich komme, Sarah! Ich komme! Dad! Hilfe! Ich hänge fest, Sarah! Hilfe! Die Rettung ist nah! Norman Man ist da! Norman! Hör auf mit dem Quatsch! Du bist nicht wirklich ein Superheld! Ich lauf los und hol Feuerwehrmann Sam! Hilfe! Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrettung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Sicher ist sicher. Halt dich fest! Keine Angst, Dad! Feuerwehrmann Sam ist gleich da! Hilfe! Ein Glück, Sam, Penny. Was ist denn passiert, Charlie? Ach, weißt du, im Prinzip nicht viel. Ich hab den Fels gerammt und bin dann über Bord gefallen.
und mein Fuß steckt in der Hummerreuse. Ich kann da nicht rauskommen. Oh nein. Ich tauche runter und sehe mir das an. Offenbar warst du ziemlich schnell, als du da aufgelaufen bist. Ich weiß. Ich wollte mich auch mal als Held versuchen. Alles überprüft? Ja. Gut. Halt durch, Charlie. Penny kriegt das hin. Mhm. Ja! Das ist mal richtige Action mit einem richtigen Helden. Ja, toll. Sei nicht traurig, Norman. Wir haben doch jetzt schon mehr Weihnachtsschmuck, als jeder andere in Pontypandy jemals zuvor hatte. Aber Mom, haben wir nicht noch einen Riesenweihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Notfall! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom, ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Feuer in Dillys Laden! Feuer im Sparpreis-Supermarkt, Sam! Wir hatten einen Anruf von Mrs. Price! Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam. Penny? Bin schon unterwegs, Sir. Elvis. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab da drüben. Wird gemacht, Sam. Los, Norman! Zieh! Aha. Ich stecke fest. Wir müssen hier schnellstens weg. Die Flut kommt bald. Wir versuchen es nochmal. Zieh, Norman! Ich zieh! Aber ich hänge fest. Hier kannst du aber nicht bleiben. Was soll ich nur tun? Ruf Feuerwehrmann Sam! Zum Strand, dort ist jemand eingeklemmt. Beeilt euch, die Flut kommt! Nimm lieber die Rettungsschere mit, Elvis. Für alle Fälle. Ja! Was ist passiert, Charlie? Normans Fuß ist eingeklemmt. Ich habe schon alles versucht. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du hast recht, Elvis. Eines sollten wir noch versuchen. Kommst du an deinen Schuh und kannst den Schnürsenkel aufmachen? Ich glaube schon. Ja! Danke, Feuerwehrmann Sam! Dass ich nie solche Ideen habe. Wartet mal. Wo ist denn mein Glückseimer? Wo hast du ihn denn abgestellt? Da! Er ist weg! So ein Pech, Norman. Die Flut muss ihn weggetrieben haben. Aber jetzt weg hier, sonst schneidet uns die Flut noch den Weg ab. Halt! Was ist mit meinem Schuh? Ruft Hurra! Cridlington ist da! Cool! Danke, Elvis. Du hast meinen Schuh gerettet. Dafür sind die Rettungsscheren da. Zum Retten natürlich. Ich habe den Brenner gereinigt. Jetzt funktioniert er wieder. Aber denkt dran, ihn in Zukunft öfter mal kontrollieren zu lassen. Bist du sicher, dass er wieder heil ist, Mike? Ich finde nämlich, es riecht hier irgendwie leicht verbrannt. Oh ja, du hast recht, Gwendolyn. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen.
ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit Meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, ich bleibe Singen ruhig. Könnt ihr später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Jetzt aber schnell. Da oben schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby! Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby. Das ist Mollys Lämpchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das Baby. Alarm bei den Flats. Elvis, komm. Oh, nö. Warum kommen die Notrufe immer in den ungünstigsten Momenten? Feueralarm bei den Flats. Penny, ihr solltet auch Venus mitnehmen. Lieber weg von dem Haus, Mike. Wir übernehmen das. Elvis, zieh den Stecker da. Immer zuerst den Strom ausschalten. Klar, Sam. Mom, Mom, es hat wirklich funktioniert. Tiger ist im Brunnen. Tiger? Schnell, Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Tiger im Brunnenschacht! Oh. Gwendolyns Kater Tiger ist in den Brunnenschacht gefallen! Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen. Dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolyn. Da sind sie schon, Penny. Hallo, Penny, hallo, Sam. Hallo, Tom. Hi, Tom. Wir brauchen eine Winde zum Runterlassen, Tom. Kommt sofort, Kumpel. Okay, Tom. Ist ja der kleine Ausreißer. Okay, Penny. Okay, Sam. Armer Tiger. Oh, was für ein Glück. Wo hab ich bloß die Streichhölzer? Ohne Streichhölzer kein Feuerwerk. Schon wieder weggelaufen. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder zu euch gelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen.
Aber vielleicht versteckt er sich ja wieder in der Werkstatt. Dann lass ihn uns da suchen. Hab sie! Los geht's! Nein! Er darf doch nicht anfangen! Halt ihn auf, Mandy! Das geht nicht! Ich darf nicht hinter die Absperrung! So sind die Regeln! Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Band? Tiger! Dad! 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 Hinter die Absperrung, und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon! Mein Werkzeug! Mein kostbares Werkzeug! Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein, die Feuerwerksparty. Da kommen sie! Sam! Sam! Tiger hat sich vielleicht in der Werkstatt versteckt. Schon wieder? Ich sehe gleich mal nach. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen, tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, in Geistern Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flats. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Da sind sie ja schon. Also, ist noch jemand im Haus drin? Nein, niemand mehr. Gut. Penny, wir brauchen die Atemgeräte. Ist gut, Sam. Dreh doch bitte die Sicherung raus, Penny. Sind rausgedreht, Sam. James! Was? Das Wasser. Wir sitzen fest, James. Oh. Ja, vor ein paar Stunden habe ich sie noch gesehen. Ich glaube, sie wollten runter an den Strand. Aber wo bleiben sie denn dann? Die Flut kommt doch gleich. Ich werde Feuerwehrmann Sam anrufen. James, Sarah und Norman werden vermisst. Sie wurden zuletzt unten am Strand gesehen. Alarmieren Sie die Bergwacht, Sir. Tom kann aus der Luft suchen. Penny und ich suchen vom Wasser aus. Gut. Ich habe Sarah gefunden. Sie steht auf einem Felsen an den North Bay-Klippen. Danke, Tom. Wir sehen Sie auch. Hilfe! Hier sind wir! Komm her, Sarah. Ich hab dich. Aber wo sind Norman und James? Die sind in eine Höhle gelaufen. Da drüben habe ich sie zuletzt gesehen. Der Höhleneingang sieht überflutet aus, Sam. Hilfe! 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 James, schau! Da schwimmt was unter Wasser auf uns zu. Ah, das ist ein Seeungeheuer.
Aber Norman, Seeungeheuer gibt's doch gar nicht. Penny! Hallo, Jungs. Norman, komm zurück. Es ist nur Penny. Das wusste ich doch. Keine Angst. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Ich hole euch hier raus. Und was ist mit mir? Ich komme gleich wieder, Norman. Halt dich an mir fest, James. Wie tief ist das denn? Keine Sorge, James. Die Flut geht jetzt ja zurück. Und damit auch das Wasser. Norman ist vom Kai gestürzt. Los, Penny. Zum Hafen, Sam. Norman Price ist vom Kai gestürzt. In einem Go-Kart. Schon unterwegs. Jetzt aber los. Was hat er nur diesmal angestellt? Ganz ruhig, Norman. Jetzt sind wir ja da. Versuch, dich an dem Seil festzuhalten. War doch kinderleicht. So gut wie fertig. Und ich habe nicht einen Tropfen Kleber an den Händen. Oh. 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 Oh nein. Oh, Mom. 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 Nein! Blöder Kleber! Mom! Ja! Oh, wo kommt das denn her? Oh nein! Das ist Normans Zimmer. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Was? Ein Feuer über Dillis Supermarkt. Schnell! Beeilt euch! Im ersten Stock von Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Anschneiden. Mhm. Du mir wohl noch mal helfen? Das Ding macht jetzt so ein Sirenengeräusch. Tut mir leid, Dillis, aber du musst das Gebäude verlassen, falls das Feuer sich ausbreitet. Feuer? Welches Feuer? Komm einfach mit. Norman, du musst hier raus. Schnell! Das geht nicht, Sam. Ich klebe an dieser Tür fest. Oh, ich verstehe. Los, Penny, hol einen Schraubendreher. Wir müssen den Türgriff abschrauben. Wird gemacht, Sam. So. Gut festhalten, Kinder! Hört gut zu, Kinder. Wir steigen jetzt alle hinten aus. Und zwar so ruhig, wie es geht, ja? Und das soll nun die schöne Strecke sein? Geht's euch allen gut? Ich glaub schon. Gut, dann setze ich den Bus mal auf die Straße zurück und wir fahren zur Schule, ja? Mr. Evans! Oh nein! Wir dachten, du liegst im Bett. Wir brauchen Hilfe, Mr. Evans. Rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Gute Idee. Aber mein Handy liegt doch im Bus. Überlassen Sie das nur mir. Ich habe Mikes Handy in seiner Werkzeugkiste liegen sehen. Bin gleich wieder da. Oh, der Schulbus von Trevor Evans droht vom Rande der Klippen zu stürzen. Oh.
Ponti-Pendi-Feuerwache an Bergwacht. Wir brauchen dringend Hilfe, Tom. Hepp, und los geht's. Der Bus steht an einer schwierigen Stelle, Sam. Aber der Rand der Klippen sieht stabil aus. Verstanden, Tom. Wir sind gleich da. Oh, da ist Feuerwehrmann, ja! Sam! Na gut, beeilen wir uns. Elvis, befestige das Seil. Ist gut, Sam. Alle zurücktreten. Schön vorsichtig. Beeilung, Sam. Die Klippen fangen an zu bröckeln. Keine Sorge, Tom. Danke, Sam. Oh, danke. Hurra! Oh, oh. Meine Beine. Ich stecke fest. Oh, nein. Du musst ziehen. Los. Das bringt nichts. Hilfe! Hilfe! James? Was suchst du denn da drunter? Wir wollten so gern sehen, was in der Kiste steckt. Dann ist sie auf mich raufgefallen. Du wusstest, dass es gefährlich sein könnte. Dad hat es gesagt. Stimmt schon. Das ist meine Schuld. Ich hatte ihn überredet. Ach, nicht so wichtig. Hauptsache, wir kriegen ihn wieder unter der Kiste raus. Es ist wirklich. Die rührt sich kein bisschen. Hört ihr das auch? Die tickt ja. Ich muss Hilfe holen. Nein, lass mich nicht allein, Sarah. Ihr wartet hier. Ich hole Hilfe. Keine Angst. Eine Kiste wurde am Strand angespült und sie tickt? James ist darunter eingeklemmt. Zum Strand, Sam. Jede Sekunde zählt. Person unter einer Kiste eingeklemmt. Wir sind so schnell wie möglich vor Ort. Könnten Sie Penny bitten, die genaue Position zu ermitteln? Ja, Sam. Von wegen nicht viel los. Da sind sie. Penny hier an Sam. Kommen, Penny. Ich sehe Sie am Strand. Sie sind an der Felsküste. Danke, Penny. Wir sind gleich da. Ach, da seid ihr, ja. Sam, schafft ihr das auch? Na klar, James, das haben wir gleich. Sarah, du gehst mit Mandy zurück zum Café. Sarah, tut mir leid, das vorhin mit dem langweilig. Das nächste Mal machen wir was zusammen. Ich verspreche es. Was mag da nur drin sein, Sam? Ich weiß es nicht. Das muss jetzt sehr schnell gehen. Wir heben die Kiste über James so vorsichtig an, wie wir nur können. Reicht das schon, James? Ja, ich bin raus. Alles klar, Sir. Das Feuer ist gezündet. Die Übung kann jetzt losgehen. Ausgezeichnet. Ich betätige den Alarm. Los geht's. Der Einsatz beginnt. Oh, ja. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen. Im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefahren. Viel Erfolg. Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm! Das ist Norman! Hier! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price! Was macht er denn da oben? Hilfe!
Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Keine Angst, Norman. Sam holt dich da gleich raus. Oh, oh. Was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist dir alles gut? Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Oh, das klingt aber gar nicht gut. Ah, nein! Och, das war ein Traum, Gwendolyn. Ja, und nun zu James und meinem Metalldetektor. Bis bald, Hauptfeuerwehrmann Steel. Nach so einem schmackhaften Mahl wird das sogar sehr bald sein. Ach, wo steckt nur dieser Tun nicht gut? Was? James? James, wo steckst du? Ja, Hilfe! Oh, bist du etwa von den Felsbrocken eingeschlossen? Ja, holen Sie mich hier raus! Oje, bleib bitte ganz ruhig, James. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Wir brauchen dringend Unterstützung. Ein Notruf! Ein Steinschlag am Strand verschüttet James Jones? Hauptfeuerwehrmann Steel ist vor Ort. Sam! Sehr schnell. Gut, da, er steckt irgendwo unter den Felsen. Such, Schnuffi. Such schnell James. Schnuffis empfindliche Nase wird genau feststellen, wo James verschüttet ist. Dann können wir ihn gezielt herausziehen, ohne weiteren Steinschlag zu riskieren. Er hat ihn gefunden. Gut gemacht, Schnuffi. Bist du verletzt, James? Nein, nicht ein Kratzer. Mich hat nichts getroffen. Ich bin nur von den Felsen ganz eingeschlossen. Penny, wir brauchen schnellstens die Plane, um einen Schutz hier drüber zu errichten, falls noch weitere Steine herunterstürzen. Ist gut, Sam. Schön, dich hier zu sehen, Critic. Danke, Sir. Hallo, Sam. Das hätten wir.